Herzlich willkommen, mein Name ist Kai Hornung. Ich bin niedergelassener Zahnarzt in Langgöns, einer Gemeinschaftspraxis, ist bei Gießen gelegen im schönen Mittelhessen. Ich implantiere mittlerweile seit fast über 10 Jahren, bin zertifiziert mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie und habe darüber hinaus den Masterstudiengang für Implantologie absolviert. Heute möchte ich Ihnen eine Operation im rechten Oberkiefer vorstellen. Geplant ist dort ein interner Sinuslift nach Samos. Wir sehen hier das Planungsmodell der Patientin, hier den Kieferhöhlenboden und hier das Knochenniveau, was wir auch vor der OP uns eingezeichnet haben. Hier habe ich mir markiert das horizontale Knochenangebot von 8 mm und hier die vertikale Dimension bis zum Kieferhöhlenboden hier in Rot dargestellt. Da haben wir 10 mm. Das heißt, wir können ein Implantat von 12,5 mm mit einem internen Sinuslift nach Samos ohne Probleme setzen. Schematisch dargestellt hier das Implantat und man sieht hier die Planung, wie das Implantat in den Kieferhöhlenboden leicht reinragt, sodass wir hier dann eine optimale Länge hätten von 12,5 mm bei einem Implantatdurchmesser von 3,75 aufgrund der geringen Mesodistanz zwischen den benachbarten Zähnen. Zu erkennen ist hier ein stark gefülltes Oberkiefergebiss, welches im Rahmen der Implantatversorgung in 4 Monaten dann anschließend versorgt wird. Hier ist die Planung für die Implantatposition. Man kann erkennen, wir haben ein horizontal sehr breites Knochenangebot, was nach Bone Mapping 8 mm ergeben hat. Allerdings diese Distanz, die mesiodistale Distanz, der Abstand zwischen den beiden natürlichen Zähnen beträgt 7 mm. Wir möchten allerdings mindestens 1,5 mm zu beiden Zähnen Knochen stehen lassen, sodass ein Implantat der Größe um die 4 mm maximal im Durchmesser möglich ist. Hier bietet ICX mit 3,75 mm den perfekten Implantatdurchmesser. Wenn man hier die Bohrschablone im Vitro, man kann eigentlich sehr schön erkennen, dass die Breite, die horizontale Breite eigentlich sehr ausreichend ist. Wir haben auch keine einstrahlenden Muskelzüge. Allerdings ist die Distanz in dieser Lücke hier relativ schmal, liegt bei 7 mm, sodass das eigentlich der Aspekt ist, auf den wir am meisten achten müssen. Sie liegen jetzt sehr schön schon in den Knochen in dem Bereich. Mobilisiere jetzt ein klein wenig nur den Bereich nach palatinal hin, um wirklich das gesamte OP-Gebiet darzustellen. Und auch so, wie man sich von der Planung das vorgestellt hat, stellt es sich jetzt hier auch in der OP dar. Wir haben ein sehr breites Knochenangebot in der Horizontalen. Nur dieser Abstand mesodistal ist relativ schmal. Das ist der Vorbohrer vom ICX-Implantat. Der Vorteil ist, wie ein Trokar, sehr spitz, sehr schmal und dadurch zum Ankörnen hervorragend geeignet. Ja, auch hier kann ich die Position nochmal überprüfen. Man sieht hier den Vorbohrer mit 2 weißen Ringen. Das ist der nächste Schritt in diesem System. Es folgt anschließend der gelbring markierte Bohrer für die Größe 3,45 mm. Das ist der geplante Bohrerdurchmesser 3,75. Eine Besonderheit, es gibt bei diesem System sogenannte Bohrstopphülsen.
die man sich zurechtschneiden kann und die dann individuell auf den Bohrer gesteckt werden können, sodass hier die Länge fest kalibriert ist und kein tieferes Bohren möglich ist. Die Bohrer an sich haben, wie wir es eben schon gesehen haben, verschiedene Kalibrierungen. Das heißt, 2, 3 oder sogar nur einen Ring, abhängig von der Knochenqualität und von der Dichte des Knochens. In dem Fall hier haben wir Knochen der Stärke D2 bis D3, sodass wir auf den Bohrer mit 2 Ringen zurückgreifen. Zur Überprüfung der Parallelität ist immer mal möglich, einen der entsprechenden Pfosten auszuwählen. Bohrlänge 10 mm eingestellt. Knochenspäne werden automatisch immer gesammelt. Es erfolgt jetzt der interne Sinuslift. Der Tiefenmesslehre, Messsonde, prüfen wir jetzt nochmal die Tiefe. Das ist der Stoppbohrer. Dieser dehnt unser Implantat im kristallen Bereich, den Knochen für das Implantat noch ein wenig auf, sodass da nicht zu große Spannungsspitzen entstehen. Durch die Wahl des Implantates haben wir jetzt rings ums Implantat genügend Knochen, aber vor allen Dingen auch der Abstand vom Zahn, vom natürlichen Zahn zum Implantat auf beiden Seiten beträgt mehr als 1,5 mm. Sodass da auch nicht mit Knochenverlust in der Einheilphase und später bei der Belastung zu rechnen ist. Das Eindrehinstrument kurz, es wird an der Ratsche befestigt und kann dadurch manuell eingedreht werden. Das gleiche geht auch maschinell. Implantat hat eine sehr gute Primärstabilität jetzt schon, sodass ich auf die Ratsche umsacken muss. So, in diesem Fall haben wir sogar eine sehr, sehr hohe Primärstabilität. Die ist so hoch, dass wir jetzt dem Knochen die Zeit geben, dass er jetzt verdrängt wird. Das Implantat wird jetzt nochmal ein wenig zurückgedreht. So, geben sich nicht zu hohe Spannungsspitzen im Knochen. Und jetzt nochmal final in die Position. Das Implantat wird kristall gesetzt. Plan abschließen mit dem Knochen, leicht subkristall ist auch möglich. Jetzt kommt nur noch die Abdeckschraube drauf und das dazugehörige Eindrehinstrument. Bei dem System auch dort immer eine gewisse Friktion zwischen den Elementen, sodass auch hier, selbst wenn ich jetzt hier schüttel, das nicht vom Instrument fällt. Sehr angenehm für den Behandler. Sowohl nach zum vorderen Zahn hin, als auch zum hinteren Zahn das Implantat optimal positioniert.
Wir sehen hier die Umsetzung der Planung. Wir haben tatsächlich ein Implantat mit dem Durchmesser 3,75 mm setzen können und der Länge 12,5 mm. Der Sinusboden hier noch zu erkennen und ein kleiner interner Sinuslift nach Summers. Das Implantat steht regelrecht und wird nach 4 Monaten mit einer Krone versorgt.